Hallo Tobias und danke für deine Beharrlichkeit bezüglich dieser Aufgabe, von der ich einmal schon die sichere Variante gewählt hatte, wobei das Verfahren natürlich ein bisschen verwirrend ist am Anfang. Am Ende, wenn man das wirklich lange übt, dann ist es eine Sache, die wirklich sicher ist. Dieses hier wollen wir jetzt mal mit dem Additionsverfahren lösen. Und zwar haben wir drei Punkte und eine quadratische Funktion. Die lautet ja f von x gleich ax Quadrat plus bx plus c. Das ist ja gesagt. Quadratische Funktion aus diesen drei Punkten oder eine quadratische Funktion finden, die diese drei Punkte enthält. Und da ist es jetzt tatsächlich schon so, dass wir wie bei Steckbriefaufgaben bzw. Rekonstruktion von Funktionen ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten hinkriegen. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wenn wir so einen Punkt hier haben, c zum Beispiel, dann ist das hier der x-Wert. Und dieses hier ist der f von x-Wert. Das bedeutet, für diese Punkte haben wir jeweils immer einen x-Wert und einen f von x-Wert. Das heißt, wir können jetzt die Gleichung aus dem Punkt A, nämlich jetzt mal Gleichung A, aufschreiben als f von x ist ja 6 ist gleich a mal minus 5 in Klammern zum Quadrat plus b mal minus 5 plus c. Ja, immer schön mitschreiben, weil ich werde mit Sicherheit den ganzen Kram hier nicht auf eine Zeile, ne, soll ja übersichtlich sein, deswegen wird jetzt hier überhaupt nichts weggewischt, sondern dann im Ganzen das Ganze weggewischt. Ja, so, ja, nochmal kontrollieren, f von x ist 6 und x ist jeweils als minus 5 hingeschrieben worden, mit den gleichen Rechenarten a mal und hier zum Quadrat. Das Ganze wird jetzt ausgerechnet. 6 ist gleich a mal minus 5 zum Quadrat. Minus 5 zum Quadrat ist 25, deswegen steht hier 25a. B mal minus 5 ist minus 5b plus c. Diese Gleichung kann man sich schon mal merken. Ich schreibe mal ein m dran irgendwie, weil die wird nachher als Gleichung 1 in unser lineares Gleichungssystem überführt. Jetzt machen wir das Ganze auch nochmal für Punkt B und für Punkt C. Für Punkt B gilt ja, 4 ist gleich a mal minus 3 zum Quadrat plus b mal minus 3 plus c. Auch das rechnen wir aus und das wird dann hinterher die zweite Gleichung unseres linearen Gleichungssystems. Dann steht da 4 ist gleich minus 3 hoch 2 ist 9, also 9a, minus 3 mal b ist minus 3b plus c. Und auch hier schreibe ich mal ein m dran für merken. Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Auch für c machen wir das Ganze noch. Wir setzen die 14 hier ein, ist gleich a mal 3 zum Quadrat. Da brauche ich jetzt keine Klammern, weil das Minus nicht mit quadriert werden muss, weil hier gar kein Minus ist. Plus 3 mal b. Das schreibe ich schon mal gleich so hin, irgendwie, weil ich das immer gewohnt bin, dass ich die Zahlen vor die Buchstaben schreibe. Auch wenn es natürlich normalerweise bei den Buchstaben immer nach dem Alphabet sortiert ist. Also 3b plus c. Und auch diese können wir natürlich nochmal umschreiben in die dritte Variante. 14 ist gleich 9a plus 3b plus c. Merken. Und jetzt werde ich gleich die Tafel löschen und diese drei Gleichungen untereinander schreiben. Und das ist dann unser lineares Gleichungssystem, das wir mit dem Einsatz nehmen, mit dem Additionsverfahren lösen wollen. Wie versprochen, hier jetzt also das lineare Gleichungssystem mit den drei Gleichungen, die wir uns merken wollten. Und wenn wir das Additionsverfahren anwenden wollen, dann ist das Additionsverfahren natürlich auch gleich dem Subtraktionsverfahren und wir müssen jetzt überlegen oder beziehungsweise müssen wir uns das genau angucken. Und zwar müssen wir es so angucken, dass wir Vielfache in den Türmen finden müssen, beziehungsweise gleiche Zahlen. Guck mal, hier haben wir 9a und hier haben wir 9a. Hier haben wir c und c. Das verlockt so dermaßen die beiden Zahlen, also 2 minus 3 zu rechnen. Dann würde nämlich was passieren? Das ist das, was wir uns beim Additionsverfahren immer fragen müssen. Dann würde 9a minus 9a und c minus c würde wegfallen. Hier drüben würde sich eine Zahl ergeben und dieses hier würde auch einen Wert ergeben mit b. Das heißt, dann hätten wir Zahl gleich Wert mit b und dann könnten wir b ausrechnen. Ja? Das ist durchaus sinnvoll, sich das zu überlegen. Man könnte auch, gerade bei dieser Art Aufgaben steht hier hinten immer plus c. Das heißt, man kann immer schon mal c eliminieren, dadurch, dass man zwei Gleichungen voneinander abzieht. In diesem Fall ist es natürlich clever, 3 und 2 zu nehmen, weil da gleich a und
C wegfallen würden. Das heißt, ich nehme also diese beiden Gleichungen und ziehe sie voneinander ab. Das kann man so hinschreiben, man kann aber auch hinschreiben 2 minus 3 und dann steht da 4 minus 14 ist minus 10 ist gleich minus 3b minus 3b ist minus 6b. Und das ist das, was man vorher sehen können muss eigentlich, dass da eine Vereinfachung bei rauskommt. Ja? Man kann natürlich auch jedes andere Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen nehmen, das auch schon bei Oberprima verfilmt ist. Zum Beispiel Determinantenverfahren, Gaußsches Lösungsverfahren, alles Mögliche. Irgendwie muss man nur fragen vorher, ob man das auch wirklich darf. Dieses hier müssen wir nach b auflösen, das heißt, wir teilen durch minus 6. Minus 10 durch minus 6, das kann der Taschenrechner, indem man ihm das vielleicht auch als Bruch füttert. Dann gibt er nämlich aus, b ist gleich 1, 2 Drittel. B gleich 1, 2 Drittel werde ich hier oben hinschreiben. Das ist nämlich etwas, was wir dann jetzt verwenden können. Das ist eine sichere Erkenntnis. Aus der zweiten und dritten Gleichung wissen wir, dass B hier, ja, wie soll ich sagen, den Wert von B wissen wir. Jetzt werde ich das hier tatsächlich wegwischen und wir müssen nur eingedenk sein, dass wir für dieses hier tatsächlich die zweite und die dritte Gleichung benutzt haben. Macht Sinn, sich das zu merken, in diesem Fall vielleicht noch nicht so doll, aber für den weiteren Verlauf. So, jetzt kommen wir nämlich dahin, b gleich 1, 2 Drittel können wir ja verwenden, habe ich gesagt. Das heißt, wir können auch unsere erste Gleichung inklusive b können wir schreiben als 6 gleich 25 mal a minus 5 mal b. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Taschenrechner. Nein, wir schreiben das ordentlich hin. Minus 5 mal 1, 2 Drittel plus c. Und 2b heißt dann 4 ist gleich 9a minus 3 mal 1, 2 Drittel plus c. Und die dritte Gleichung mit b eingesetzt lautet 4 ist gleich 9, ach 14, Entschuldigung, wenn eine Zeile verrutschen sollte man natürlich nicht, plus 3 mal 1, 2 Drittel plus c. Gut, wenn wir jetzt a und c, die zweite und die dritte Gleichung benutzen würden, würden wir natürlich hässlichen Schiffbruch erleiden, nicht erleiden, weil dann würde da nachher stehen minus 10 gleich minus 10 und das wäre natürlich, ja, wäre zwar richtig, aber wir würden keine neue Erkenntnis fördern. Dementsprechend dürfen wir jetzt nicht mehr 2 und 3 betätigen, sondern wir müssen jeweils zwei andere zusammenbringen, zum Beispiel 1 und 3 oder 1 und 2. Jetzt müssen wir aber wieder gucken, was können wir nehmen? Und das, was natürlich jetzt klar ist, weil wir es ja vorher schon überlegt haben, das c können wir wegmachen. Das heißt, wenn wir 1 minus 2, ja, b natürlich, 1b minus 2b rechnen, dann fällt ja das c weg. Hier kriegen wir eine Zahl, hier kommt irgendwas dann. Ja, rechnen wir es ruhig 16a raus und hier kommt auch eine Zahl raus. Das heißt, wir haben wieder einen Teil, wo nur a drin vorkommt und Zahlen und das c fällt weg. Machen wir mal. 6 minus 4 ist ja 2, ist gleich. 25a minus 9a ist 16a und hier ist jetzt tatsächlich Taschenrechner-Time angesagt. 5 mal, also minus 5 mal 1, 2 Drittel, minus 3 mal 1, 2 Drittel, sagt der Taschenrechner, minus 3, 1 Drittel. Jetzt können wir das hier nach a umformen. Das heißt, wir rechnen plus 3, 1 Drittel. Dann haben wir schon mal die Zahlen auf einer Seite. Dann steht hier 5, 1 Drittel ist gleich 16a. Und dann teilen wir das Ganze nochmal durch 16. Dann steht da a gleich 1 Drittel. A gleich 1 Drittel ist schon wieder ein Teilergebnis. A gleich 1 Drittel. Und auch das können wir wieder verwenden und wir merken uns wieder, dass wir die erste und die zweite Gleichung dafür benutzt haben. Und jetzt geht es natürlich dann darum, ich werde jetzt gleich diesen Teil hier alles abwischen und dann das Gleichungssystem nochmal aufschreiben mit A und B eingesetzt. Jetzt wollen wir also c rauskriegen. Und ich kann schon versichern, dass wenn wir a und b in irgendeine dieser Gleichungen einsetzen, dann kriegen wir jeweils eine Gleichung raus. Ja, hier verschwindet das a, hier verschwindet das b. Dann haben wir nur noch Zahlen. Also dieses hier wird zu einer Zahl. 25 mal 1 Drittel ist halt 25 Drittel. Minus 5 mal
Ein Zweidrittel ist auch eine Zahl. Hier drüben ist eine Zahl und dann bleibt dann nur noch c übrig. Das heißt, wir können das jetzt 1, b und a nennen. Ist dann 6 gleich 25a minus 5 mal ein Zweidrittel plus halt a ist ja ein Drittel, ne, habe ich ja gesagt, mal ein Drittel plus c. An der richtigen Stelle einsetzen. Ich wollte gerade ein Drittel für C einsetzen, was natürlich Schüttel gewesen wäre. So. Und jetzt rechnen wir den ganzen Kram aus. Und 25 Drittel plus 5 mal 1, 2 Drittel, ja, das hier sind 5 Drittel, 25 Drittel, 25 Drittel minus 25 Drittel. Man kann das mit dem Taschenrechner rechnen. Ja. Hier steht 6 ist gleich 25 Drittel minus 25 Drittel plus C. Und 25 Drittel minus 25 Drittel ist 0, also steht da 6 gleich C. Also C gleich 6 haben wir aus der ersten Gleichung raus. Jetzt habe ich ja gesagt, das kommt auch tatsächlich irgendwie raus, wenn wir das mit der zweiten Gleichung machen. Deswegen wische ich das jetzt hier einfach mal live weg. Man kann sich das ja nochmal zurückspulen und abschreiben. Wenn ich das Ganze in der zweiten Gleichung mit a und b gemacht hätte, dann wäre da 4 gleich 9 mal ein Drittel minus 3 mal ein zwei Drittel plus c rausgekommen. Ja, und dann können wir hier schon sehen, wenn das eingegeben wird, kommt da minus 2 plus c raus, ist gleich 4. Dann rechnen wir plus 2, dann steht da 6 gleich c. Das habe ich natürlich jetzt nicht mehr so schnell, so langsam gemacht. Das sind 9 Drittel minus 15 Drittel. Ja, sind minus 6 Drittel, minus 6 Drittel sind minus 2. Aber wie gesagt, das macht der Taschenrechner. Du kannst es jetzt ja selber nochmal überprüfen an der dritten Gleichung, ob das wirklich auch da rauskommt. Und wenn wir jetzt A, B und C rauskriegen, dann müssen wir natürlich hinterher auch glorios unser Ergebnis verkünden. F von x ist gleich, jetzt setzen wir hier in die allgemeine Form ein Drittel x Quadrat plus ein Zweidrittel x plus 6. Wer jetzt nicht glaubt, dass das wirklich die Funktion ist, der berechnet jetzt mal f von minus 5. Das heißt, er setzt hier minus 5 ein, hier minus 5 ein und dann muss er rauskriegen 6. Wenn er eine minus 3 hier einsetzt, muss da rauskommen 4 und wenn er eine 3 einsetzt, muss rauskommen 14. Ich habe das aber überprüft und es muss rauskommen. Das heißt, wenn man sich jetzt verrechnet hat, schreibt man bitte trotzdem einen Kommentar. Ja? Und wenn man sich nicht verrechnet hat und trotzdem einen Kommentar schreiben will, ist man auch herzlich eingeladen und ich würde sagen, bis später.